Hey, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 Story Mode. Ich habe wieder richtig Bock, hier die Mission weiterzumachen. Und nach der Mission, stimmt, fällt mir gerade auf, nach der Mission gehen wir zur Bauleiterin, weil die hat was Neues für uns. Oben und Mario und die Buhlaken. Auf diesem Planeten gibt es eine Höhle, in der die Schwerkraft umgedreht ist. Vorsicht, dort leben viele Buhlaken. Verwende die Ein-Ausschalter geschickt, um zum Ziel zu gelangen. Aber Vorsicht, lass dir nicht den Kopf verdrehen. Von der Sternguckerin, alles klar. Dann zeig ihnen mal, wo der Hammer hängt. Ich wollte beides gleichzeitig sagen und dann... Ne? Versteht er? Kommt manchmal so ein bisschen was Komisches bei rum. Oh, okay, wir müssen erst hier reingehen. Ich dachte, da kommt was raus. Ja. Okay, das wird so eine Dimensionsgeschichte, wo man vom einen zum anderen hingehen muss. Oh. Ach komm, ey. Hätte ich doch nicht wissen können, dass man rausfällt. Naja. Ja, das mit Toadette weiß ich, weil ich ein bisschen Offcam gespielt habe. Also, falls euch das komisch vorkommt, dass die Münzen auf einmal anders sind, der Münzenstand, ja, das liegt daran. Ich hatte hier nämlich letztens kein Internet. Oder, nee, gestern war es. Es war erst gestern. Ich hatte nämlich gestern kein Internet und deswegen musste ich mir irgendwas suchen zum Zocken und da hatte ich Bock auf Super Mario Maker. Einfach ein bisschen Mario zocken, ganz gechillt. Und da habe ich halt den Story Mode spielen müssen, logischerweise. Weil ohne Internet gibt's keine anderen Level als im Story Mode. Aus offensichtlichen Gründen. Man wird nicht groß? Warum wird man nicht groß? Warum wird man nicht groß? Komisch. Komisch. Ist das weird, so sich umdenken zu müssen? Ja, komm. Nerv jetzt nicht. Ganz genau, so sieht's nämlich aus. Kriegen wir ein... Nein. Achso, stimmt. Brauchen wir ja gar nicht. Wir gehen ja von unten nach oben. Nicht von oben nach unten. Ich dachte, wir kriegen einen Pilz. Aber den brauchen wir nicht. Da gibt es eine 10er-Coin. Und die haben wir. Wunderbar. Hatte ich jetzt ein bisschen Schiss zu failen und dann da das Loch runterzufallen. Oder hochzufallen in dem Fall. Aber da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Da hatte man genug Zeit, um rüber zu steuern. Ich hoffe, hier ist ein Block. Ja. Ach jo. Ach ja. Ja. Stimmt. Die Blöcke sind hier. Ach so. Ah, okay. Ich dachte, da wäre ein Loch. Also, Abgrund halt. Aber nö. Da ist Boden. Damit haben wir es, richtig? Jawoll. Moment. Ja, komm. Dafür nehme ich mir aber jetzt die Zeit. Und ich komme sogar gar nicht dran. Hätte ich schneller rennen müssen? Hätte ich mehr Anlauf nehmen müssen? Wahrscheinlich. Aber naja. Um die paar Coins
brauchen wir uns jetzt auch keine Gedanken drum machen. Dann gucken wir mal, Toadette. Was ist? Was hast du so? Westflügel, Kanone, fix und fertig. Bei diesem Design habe ich mich von den Schlagwörtern Edelmut, Güte und Honigkuchen inspirieren lassen. Warum Honigkuchen? Wo soll's weitergehen? Warum wird da ein Ausrufezeichen angezeigt? Ist das immer so das, was man machen sollte? Weil ich habe jetzt eigentlich erstmal darüber nachgedacht. Die Bauarbeiten haben begonnen. Erfüll du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran. Dann sollte es nicht scheitern. Ja, ich habe erst gedacht, ja gut, vielleicht nehmen wir die Kanone. Weil wir da dann wieder was rausschießen können. Irgendwie Yamamura oder wer auch immer da als nächstes rauskommt. Aber okay, dann machen wir halt erst das Dach. Festung der Todeswippen. Ich wollte es wie Papa machen und habe ein Verlies des Todes gebaut. Aber ob das wirklich was taugt? Ich würde gerne eine Testperson anheuern, die mal alles von vorn bis hinten ausprobiert. Wer als erster ins Ziel kommt, kriegt auch mein Taschengeld von dieser Woche. Anonym. Das ist wahrscheinlich Bowser Jr., wo wir dabei sind, bei den Personen, wo es man ungefähr erkennen kann, wer es sein soll. Und da ist es halt, das ist Papa, weil der nennt ja Bowser immer Papa. Und Taschengeld ist halt jung, deswegen ist wahrscheinlich Bowser Jr. Und Festung der Todeswippen klingt jetzt nicht irgendwie nach, keine Ahnung, Baby Mario oder sowas. Das muss schon Bowser Jr. sein. Ich dachte gerade, das zieht sich komplett nach rechts und dass man dann auch irgendwie runterfallen kann, weil es vertikal steht. Aber nein. Alles gechillt. Okay. Das war gerade echt gut. Haut ihr mal ab. Und ihn habe ich auch direkt weggemacht. Wunderbar. Besser kann es nicht laufen. Außer dass man sich nicht unbedingt treffen lassen muss. Und hier ist noch ein One-Up. Okay. Ich hatte zwar auf einen Pilz gehofft, aber anscheinend kriegen wir einen neuen. Oh, Moment, Moment, Moment. Hier. Hier kann ich schon rumstehen. Ach. Verdammt nochmal. Ah, ja, okay. Da muss man bisschen mehr riskieren, aber null. Habe ich keinen Bock drauf. Ach so. Oh, ich Idiot. Ja, okay. Ich dachte, da könnte ich stehen, aber nee, irgendwie nicht. irgendwie nicht. Okay. Fährt jetzt die ganze Zeit mit, oder was? Ja, okay. Ist aber kein Problem. Warum haben wir jetzt noch einen Stern bekommen? Ich meine, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Wenn man klein gewesen wäre, vielleicht, wenn man dann da rumjumpt, damit man nicht aus Versehen an dem Kettenhund noch sterben kann. Aber es hat jetzt keine Bonus-Coins gegeben. Oder doch. Ich glaube nämlich nicht. Ich meine, ich habe da nur Punkte aufploppen sehen. Aber was soll's. Im Land der Truppkrabbel. Tada, ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbelland gebaut. Ich brauche aber noch eine Fanmeinung dazu. Klappt das, wenn man fleißig mit Y sprintet?
Popstar 1. Wer kann das sein? Und Sternguckerin. Ist das vielleicht Rosalina? Kann gut sein, ne? Kann gut sein. Oh, wie nice. Oh, was? Entspann dich. Oder ist das... Ist das dynamisches Scrolling? Nein. Nee, es ist einfach an manchen Stellen bisschen schneller. Okay, aber der Level gefällt mir. Der Level gefällt mir, der ist nice. Ja, okay. Ach, fuck. Jetzt habe ich die 10 Münzen nicht bekommen. Was soll's. War zwar ein bisschen kurz, aber mega geil. Hat Spaß gemacht. Da musste man sich wenigstens vernünftig beeilen. Und konnte nicht so durchschleichen wie sonst. Aufträge zu vergeben. Nachtflug in der Clownkutsche. In meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit der Feuer Junior Clownkutsche erleben. Ja, entspann dich mal. Sollten dir harte Blöcke im Weg sein, halte Y gedrückt und zerstöre sie mit riesigen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis. Falls du ins Ziel kommst. Vom Zirkusdirektor. Wer kann das sein? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das jemand aus einem Paper Mario Teil ist oder so. Aus irgendeinem Game auf jeden Fall, was ich nie wirklich gespielt habe. Oder ist aus Super Mario 3D World. Das kann auch sein. Ich glaube, da gab es nämlich auch so ein Zirkus-Level. Aber nee, das war ja eher... Na, nee, ich glaube, das war eher so eine... Das war schon so eine Zirkus... ähnliche, so ein Zirkus-ähnlicher Level, so ein Zirkus-Manege. Aber, oh scheiße, darf sich hier nicht zu viel Zeit lassen. Alles klar. Das war schon so eine Zirkus-Manege, aber das war so eine Schlange, die da auf einen gewartet hat. So eine Königsschlange. Und das wird nicht wirklich mit Zirkusdirektor zusammenpassen. Jawohl, da ist er down. Und dieses Mal haben wir sogar 10 Münzen bekommen. Krass. $200. Nice. Wir sollten auf jeden Fall... mehr als genug erstmal haben. Kann natürlich auch sein, dass hinterher noch so ein Peach-Gemälde eingebaut wird. So wie in Super Mario 64. Was dann nochmal, keine Ahnung, 5000 kostet. Kann ja sein. Ein Anblick, den ich einst auf einem fernen Stern sah. Buhu-Ringe überall groß und klein, langsam und schnell. Oder habe ich das nur geträumt? Egal, ich habe es für dich möglichst originalgetreu nachgebaut. Todesmutiger Forscher. Ist das der rote Toad? Captain Toad? Naja. Geht los mit Buhu Ringelreigen. Was ist das eigentlich schon wieder für ein komischer Name? Ringelreigen. Nintendo. Du Scheiße. Ah, okay. Wir haben einen Pilz. Nice.
und können hier aus dem Ring rausgehen. Dann machen wir es doch direkt. Oh. Ja, okay. Na gut. Oh, Geldregen. Gib. Gib Geld. Mehr. Mehr. Ach Mann, ey. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich da treffen lassen. Dumm. Richtig dumm. Aber hier gibt es noch einen Pilz. Wäre es eine Feuerblume gewesen, wenn ich mich nicht treffen lassen hätte? Ich habe eine Idee. Die sogar ganz okay war. Ich dachte eigentlich erst, das failed, nachdem ich gesehen habe, wie knapp das wird. Aber nein. Ich habe es ja echt gut durchgeschafft. Moment, da unten gibt es eine 30er-Coin. Nice. Wunderbar. Und 10 Münzen. Ich habe sogar das One-Up getroffen. Nice. Ja, das war echt cool. Der Level war cool. Aber auch nur, weil ich das so gut dadurch geschafft habe. Mit den ganzen riskanten Aktionen. Westflügel, Dach, fertig. Nice. 70% des Schlosses sind damit fertig gebaut. So, kann ich hier jetzt noch irgendwas rausschießen? Münzen kommen raus. Okay. Kann man sich das immer abholen, wenn man ein Level fertig gebaut hat? Fertig gemacht hat? Ich schätze mal, ne? Ja. So. Was gibt's als nächstes? Ich habe die Baupläne mit meinem eigenen Herzblut geschrieben. Ja. Schön. Dann schauen wir mal nach. Es wird mir jetzt nichts empfohlen. Also es wird mir kein Ausrufezeichen angezeigt. Also machen wir jetzt einfach mal die Kanone. Weil wie gesagt, da kann man halt immer gut was rausschießen. Und in dem Fall waren es jetzt nur Münzen. Aber ich glaube, jedes erste Mal, aber das heißt, ich glaube jedes erste Mal, wenn man die Kanone schießt, das erste Mal, als man die grüne Kanone geschossen hat, kam Yamamura raus. Oder war das das erste Mal? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Kann das erste Mal gewesen sein, aber es wäre schon echt komisch, weil halt im letzten Part, als ich Super Mario Maker 2 Story Mode halt weitergespielt habe oder mich dazu entschlossen habe, weiterzuspielen, kam halt Yamamura raus und, anders. Da hab ich halt die Kanone war da schon fertig, meine Fresse. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade so schwer tue mit dem Reden. Die Kanone war da schon fertig gebaut und da habe ich halt Yamamura rausgeschossen. Also weiß ich nicht wirklich, ob das immer das erste Mal ist oder ob es hinterher auch noch was gibt, wenn man die Kanone abfeuert. Weil ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass ich da das erste Mal die Kanone geschossen habe. Naja. Was soll's. Machen wir den Level hier fertig und dann können wir ja mal schauen, ob vielleicht nochmal was Vernünftiges rausgeschossen werden kann. Oder was Wichtiges, besser gesagt. Münzen sind ja ganz okay, aber sind halt jetzt nicht so wichtig.
Ich Vollidiot, Ja, komm. Jetzt aber. Nice. Das wollte ich mir dann doch noch abholen. Coins und einen Hammer. Wunderbar. 72%. Dann schauen wir jetzt nochmal zum Schluss nach, ob hier wieder irgendwas rauskommt. Wahrscheinlich Münzen. Ja. Dann kann man sich das echt jedes Mal abholen, wenn man ein Level abgeschlossen hat. Das ist nice. Dann hole ich mir die jetzt noch kurz. Währenddessen bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.